Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrimion Endliche und wir sind hier gerade bei der Banditenhöhle angekommen und die müssen wir jetzt kurz mal aufs Korn nehmen, die Jungs. Und wir sind da wieder voll, ja? Al und Robert und unser Vater, Großvater, Riffraff. Und mir fällt gerade auf, wie klein unsere Tosita ist, ja? Im Vergleich zu den anderen. Na gut, dann starten wir da mal durch. Wir machen dann nichts mehr auf Verstecken, wir hauen einfach drauf und Schluss und das passt dann auch schon, ja. Und auf geht's da rein. Na? Ja, wir haben uns ja eine Folge lang voll verfranst. Dafür haben wir eine Festung mit Geistern gesehen. Wir haben mit einem Hirschen gequatscht. Auf was warteten ihr da? Sehen die uns nichts? Die sehen uns nicht. Ach, gesagt, er soll ein. Wir probieren einmal, ob wir die, na? Beschwichtigen wollen wir nicht. Wir wollen sie harmonisieren. Mal schauen. Das Gold ist. Aber hat mir zugehört? Anscheinend geht das, ja? Wir nehmen ihm das Schwert und die Rüstung. Bleib bitte weg, solange dieser Zauber aktiv ist. Das Schwert hat er nicht mehr? Okay. Vorsichtig! Da. Ja. Den Bogen, die Pfeile kann ich behalten, den Eisendolch nehme ich ihn auch weg. Und das Gold, ja. Und die Pelzrüstung. Sauberer. Das ist wahre Macht. Der arme Teufel kennt wahrscheinlich diese geheime Magie. Wenn ich das bloß könnte. Da ist auch noch wer. Dann nehmen wir auch noch die Waffen weg. Bleib bitte weg, solange. Eisendolch, die Dietriche, das Gold, Fellrüstung. Dieser Zauber aktiv ist. Warum soll ich da wegbleiben? Und du? Du bist der Banditenführer. Das Schild. Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Der arme Teufel. Ah, weh. Ah, Schmarrn. Da und so. Komm. Eine Gewalt. Bitte, bringt mich nicht um. Das war schon alles? Den Zauberer. Seid ihr bereit, heute zu sterben? Seid ihr bereit? Himmelsrand gehört den noch! Sind da noch welche? Ja, na sicher. Schade, ich wollte das ja auf eine recht einfache. Das Banditentagebuch, ja. Elfendolch, ja, gut. Magischer Schaden. Nehmen wir alles mit, egal. Lass mich vorbei. El, komm. Das war's dann schon. Nun gut, Amethyst, Gold, ja, ja, alles mitgenommen, passt schon. Und jetzt hier nur kurz mal das Geheimversteck. Oh nö,
von wegen Versteck. Ja gut, dann schauen wir mal nach, was es da noch gibt. Kochtopf, Pipapo, Schmarrn hin und her, ein Elefantenrüssel, Mammutrüssel, ja genau, dann... Na bitte, lauf mir nicht die Wege rum. Wein, 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 Zaubertrank und ja, das brauchen wir eigentlich alles nicht, gell? Da drüben. Streitkolben-Etikett, ja, einhändig verbessert, cool, wir nehmen das Zeug mal. Und, ja, was soll ich sagen? Man kommt einfach nicht ganz durch, ohne jemanden zu töten in diesem Spiel, leider Gottes, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. So, und noch einmal kurz da um die Ecke gelugt. Pelze. Das war's dann auch schon, gell? Ja. Also, Leute. Also gut, also gut, also gut. Da wurde ja auch wer. Ja. Nehmen wir das Zeug mit. So, das Ziel ist jetzt. Schauen wir mal nach. Natürlich die Heimkehr. Schätze ich mal. Himmelsrand. Lass dir von Albert das Kopfgeld geben. Ja, Kopfgeld. Ich habe gedacht, da gibt es was Besseres dafür. Schmarrn. Wir gehen da jetzt raus und dann... Schnell. Aber komischerweise, dass ich genau den Zauberer ausgezogen habe, das ist schon witzig. Der hat ja überhaupt keine Waffen gebraucht, der Junge. Nun gut. Wir werden dann die Schnellreise machen. Ich mache hier kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns wieder gleich in Murtal, okay? Oder? Ah, wir laufen zu, ist ja egal. Mittlerweile stehe ich ja schon auf das Gelaufen. Irgendwie läuft die Tosita ein wenig, ja... Ja, mädchenhaft. Aber das muss so sein, sie ist ja auch ein Mädchen, ja? Aber für die Computerspieler unter euch, es gibt einen Patch, der das ändert. Einen Mod eigentlich, ja, keinen Patch. Ihr seht ja die Frauen so mit den wackelnden Hüften und... den ausladenden Beinen da. Aber es wird nicht mehr viel passieren. Ich mache einen Schnitt bis zum Urteil, okay? Also der Bär hält hier die Stellung, das wollte ich nur zeigen. Und unsere junge Dame da vorne, die Wächterin, ja, die gegen Daedra was hat, die hat gesagt, sie macht sich aus dem Staub. Aber was noch interessant ist, Leute, schau, ich glaub's nicht. Das sind... wieder fliegende Schwerter. Wie gibt's denn das? Da hat's einen Fight gegeben. Ich weiß nicht warum. Ja. Wir nehmen das Zeug einfach mit, ja. Egal. Gut. Bin gespannt, ob unser Bär noch immer... Ja, der ist müde, der schläft jetzt da. Ja.
I love Harmony, I love Harmony. Okay, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt im Moortal angekommen, ja, und da begrüßt uns natürlich unser alter Freund, der Hirsch. Und ich weiß nicht genau, was er da jetzt mit Lalette macht, die kennen wir ja schon, ne, aus der Vampir-Saga damals. Und ja, vielleicht ist es der Geist von Lalette, wer weiß. Egal. Wir gehen jetzt zurück einmal und holen uns das Geld. Das ist noch die Hütte, die alte. Die kennen wir auch noch, ja. Und die Leichen werden auch nicht geborgen. Das ist ja auch ganz witzig. Aber der braucht auch nichts mehr zum Anziehen. Deswegen. Wartet! Ich kenne euch doch! Ja? Ja, klar. Okay. Da rein und holen uns das Zeug jetzt. Ich hoffe. Ich weiß nämlich nicht, ich habe mich da schon lange nicht mehr eingelesen, wie es da ausschaut im Moortal, ob es da eine Wohnung oder ein Haus zum Erwerben gibt, schlussendlich. Aber was schlaft er immer noch? Da sitzt er. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. Du bist der richtige Ehemann, jawohl. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Lass dir von Alsfur das Kopfgeld geben, abgeschlossen, ja, und? Das war's dann? Mhm. Nur gut. Ah, okay. Wenn das so ist. Großvater, lass mich da raus, bitte. Das gibt's doch nicht. Zu viele nerven meine Frau mit ihren Problemchen und verstehen dann ihren Rat nicht einmal. Ja, schon gut. Das ist mir schon klar. Gibt's da noch irgendwas Neues bei dir? Komm. Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Ist schon gut. Mhm. Dann noch was Neues? Ja. Nee, das war's dann. Okay. Leute, in diesem Sinne, wir werden hier kurz Schluss machen und sehen uns dann wieder mit dem Hauptquest. Es heißt, das Horn von Jürgen Windrufer zu besorgen. Schätze ich mal, ja? Jürgen Windrufer. Okay. In diesem Sinne, Leute, Tosita, ihr Großvater und ich wünschen euch noch eine angenehme Nacht. Wie spät ist es denn? Ja, erst 3 am Nachmittag. Okay. Also dann, Leute. Bis dann, euer Toso. Ciao.